möchte begrüßen Ulrich Schneider, den Generalsekretär des Paritätischen Gesamtverbandes. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, anders als bei den Gewerkschaften sind wir nicht bereit seit Jahrzehnten Teil der Friedensbewegung. Wir haben nicht seit Jahrzehnten mit den Friedensaktivisten zusammengekämpft. Wir als Wohlfahrt, wir der Paritätische, sind erst seit 3 Wochen Unterstützer dieser so wichtigen Initiative. Abrüsten statt aufrüsten. Ich gebe zu, wir haben uns vorher nie viel drum geschert, um friedenspolitische Dinge. Aber wir haben uns gesagt, so geht es nicht weiter, wir müssen uns einmischen. Die gesamte Wohlfahrt muss sich einmischen. Warum? Warum dieser Umschwung in unserem Denken? Wir hatten in den letzten Jahren hier in Deutschland, alle haben wir es mitbekommen, dass auf der Welt derzeit so viele Menschen auf der Flucht sind, wie noch nie zuvor. Millionen von Menschen, die vertrieben sind, die flüchten vor Gewalt, vor Terror. Und eine der Hauptursachen dieser unmenschlichen Situation, in der wir leben, dass Millionen aus ihrer Heimat fliehen müssen, ist Krieg auf dieser Erde. Und wir als Paritätische, wir glauben einfach nicht daran, dass immer mehr Rüstung zu immer mehr Frieden führen könnte. Wir glauben nicht an diese unsinnige These, dass die wechselseitige Bedrohung Frieden schaffen könnten. Wir glauben nicht daran, dass gegeneinander Frieden schafft. Wir wissen aber, ohne Rüstung gäbe es keinen Krieg. Das ist ganz einfach. Und deswegen, und der Kollege Hoffmann hat da völlig recht, jeder Euro, der in Rüstung gesteckt wird, ist ein falsches, ein schlecht ausgegebener Euro. Denn wir wissen auch, Rüstung ist immer auch ein mieses Geschäft. Wir wollen keine Rüstung. Und weil wir einfach zu viel mit Menschen zu tun haben, die unter diesen Kriegen bitter leiden als Wohlfahrtsverband. Aber es gibt noch ein zweites, warum wir sagen, wir müssen jetzt mitmischen. Wir müssen uns einmischen. Es ist in der Tat so, dass wir nicht die großen Strategen sind, dass wir nicht unbedingt als Wohlfahrtsverband jetzt wissen, was gut, was schlecht, was richtig, was falsch ist in dieser hochkomplizierten Materie Friedenspolitik. Was wir aber ganz sicher wissen, ist, dass wir im Moment in dieser Corona-Krise mit schwersten wirtschaftlichen Folgen zu tun haben. Und wir wissen, nach dem Wirtschaftseinbruch kommt der Steuereinbruch. Und nach diesem Steuereinbruch kommen die wahrscheinlich schlimmsten Verteilungskämpfe, die wir in den letzten Jahren in dieser Bundesrepublik hatten. Und da müssen wir gewappnet sein. Und wir sagen, es ist völlig nicht nur unsinnig und es ist nicht nur fahrlässig, es ist unverantwortlich zu wissen, wenn wir diese Verteilungskämpfe vor uns haben, wenn wir mit Mitteln ordentlich umgehen müssen, jetzt schon zu sagen, wir werden den Rüstungsetat, egal was kommt, immer weiter hochschrauben. Das geht nicht. Dagegen wollen wir uns zur Wehr setzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben jetzt schon einen Wehretat, der geht auf die 50 Milliarden zu. Wenn wir tatsächlich bis 2031 dem Ziel folgen wollten, 2% des Bruttoinlandsprodukts nur für diesen Rüstungswahnsinn auszugeben, dann wären wir bei 80 oder 90 Milliarden. Das kann nicht sein. Das heißt, aus NATO-Kreisen, diese Ausgaben seien wichtig, um Stabilität und Frieden zu gewährleisten. Wir sagen, es ist auch wieder mal Zeit, hier unter uns Stabilität und sozialen Frieden zu gewährleisten. Und dafür brauchen wir das Geld. Wir haben in Deutschland mittlerweile eine Armutsquote, die war noch nie so hoch seit der Vereinigung wie heute. Über 13 Millionen Menschen leben hier in Armut. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass uns 100.000 Pflegekräfte in Altenheimen fehlen. 80.000 Pflegekräfte fehlen in den Krankenhäusern. Es fehlen uns rund 100.000 Erzieherinnen und Erzieher. Und wir sagen, das Geld, was da in Rüstung gesteckt wird, sollten wir genau da reinsetzen. In Pflege, in Erziehung, in Bildung, in soziale Sicherheit. Denn das schafft Frieden hier unter uns.
Wir wollen endlich Stabilität auch wieder in Deutschland. Wir sind ein instabiles Land geworden. Man braucht sich nur diesen rechtsradikalen Spuk anschauen, mit dem wir es zu tun haben und wo mittlerweile dort im Bundestag auch die Handlanger dieser rechtsradikalen Platz genommen haben. Das muss weg! Und die beste Politik gegen Rechtsradikale ist eine gute Sozialpolitik, ist eine Politik, die Sicherheit schafft, ist eine Politik, die alle mitnimmt. Das wollen wir und kein Rüstungswahnsinn. Deswegen, das sei versprochen, werdet ihr ab sofort im Paritätischen Wohlfahrtsverband einen verlässlichen Bündnispartner haben, wenn es um Friedenspolitik geht, wenn es um Abrüstungspolitik geht. Ich freue mich, dass ich hier heute zu euch sprechen durfte und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Heute machen wir eine Menschenkette, heute setzen wir ein Signal, heute appellieren wir an die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, widersetzt euch diesem Irrsinn, kommt endlich auf den richtigen Pfad zurück, Geld ins Soziale, Geld in Bildung, Geld in die Menschen, aber nicht in Waffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulrich Schneider.